Hallihallo und herzlich willkommen bei einem neuen Part in unserem wunderschönen Freizeitzoo. Heute sagen wir nochmal den Lemuren guten Morgen und spielen ein bisschen mit ihm. Und wir lernen natürlich auch gleich mal wieder, dass Bertie auch einer der Rekordhalter ist. Jetzt kommen plötzlich auch die ganzen Nachrichten. Gestern bzw. beim letzten Part haben wir noch erfahren, dass unsere Giraffendame Lulu das zweite Mal trächtig geworden ist, obwohl sie schon bereits ein Kind führt. Das ist doch wirklich eine sehr merkwürdige Sache, nicht wahr? Aber gucken wir mal dieses Kind hier. Auf welches Level ist denn das inzwischen schon? Hey, ist schon Level 3, das heißt, sie wird sicher auch bald erwachsen sein. Die von Niki, ohne Scheiß. Sie ist zwar jetzt auch so eine. Ist sie so eine? Ja, sie ist auch so eine Cup-Giraffe. Also, das kann ja auch nichts anderes sein, wenn man bedenkt, dass Cup-Giraffe ergibt, aber. Wer weiß. Vielleicht kommt ja noch etwas Besseres noch dabei heraus. Außer Cup-Giraffe und Cup-Giraffe. Aber wir können uns auf jeden Fall überraschen lassen. Denn wir haben jetzt nämlich noch, abgesehen von Cup-Giraffen, noch etwas ganz Neues gehört. Nämlich, dass nicht nur die Cup-Giraffen trächtig sind, sondern auch diese Neuankömmlinge. Wir haben die halt auf Arche Noah haben wir uns zwei Löwen besorgt. Etwas wenig für ein Rudel. Wahrscheinlich waren die Löwen selber der Meinung, denn sie haben jetzt nämlich einfach mal beschlossen, sich gegenseitig ein Kind zu zeugen. Klingt komisch, ist aber so. Also, und man kann wirklich sagen, oh, zufrieden sind die Tiere alle mal. Sechs Tiere passen hier rein. Mit dem Kind sind sicher drei. Ich wünsche, die würden mehr Kinder kriegen. Also geil. Mehr als nur, weil so dass das halt das ein bisschen ist so wie in der Natur. Wahrscheinlich ist es so wie in der Natur. In der Natur überlebt nicht mal 10%, glaube ich, aller Löwen das erste Jahr und erreicht das Erwachsenenalter. Natürlich ist das im Zoo nicht so gegeben, da überlebt natürlich jedes. Natürlich das, was nicht schwach ist. Aber auch da schlägt nämlich dann irgendwann mal die Natur wieder zu. Wir machen hier erstmal ein bisschen sauber. Aber gibt es denn noch Gebäude? Oh. Und wir brauchen Website-Fotos. Sie wollen eine Cup-Giraffe haben. Da seht ihr. Schon wieder beginnen wir den Part mit Cup-Giraffen. Schon jetzt, um das Baby anzusehen und um Bescheid zu sagen, dass schon wieder eines der Cup-Giraffen schon wieder schwanger ist. Naja. Kann man nichts machen. So ist es eben im Leben. Irgendwann sind die Tiere, die eigentlich am wenigsten Dingsbums sind. Diese sind am wenigsten zwar unbekannt, weil sie auch jeder kennt, aber. Joa, kannst du mal bitte aufwachen? Ich will ein Foto von dir machen, wie du liegst. Dankeschön! Sehr danke, schön. Hallo? Hallo? Nein! Ich hab mich richtig gelesen. Ich hätte eins von Fay machen sollen. Jetzt habe ich es nicht geschafft.
sonst will noch jemand einen Antilopen-Känguru haben. Kein Jungtier oder so. Na, haben wir auch noch nicht. Sie leben ja jetzt hier drüben, stimmt. Und da mal hier nicht noch einen haben. Ah, die Kacke. Ja klar. Brecht mal wieder die ganzen Epidemien hier an. Kaum, dass wir hier begonnen haben. Gibt's die überhaupt? Also eigentlich ist eine Epidemie. Oh, wir sind Level 19 und wir haben das berühmteste Känguru der Welt freigeschaltet. Das rote Riesenkänguru, den grünen Leguan, den berühmtesten aller Leguane, die arabische Oryx-Antilope, das Freizeitzentrum übergroßer Roller. Und das war's schon. Wir haben wieder ein neues Löwenbaby. Eve. Es heißt Eve. Und wir werden uns mal um die Hausmeister kümmern. Oh, überhaupt so viel Geld. Wo steht hier, wie viel Geld wir haben? Egal. Hört mal einfach mal auf damit. Oh, wir haben genug. Um den Streik zu beenden. Denn der Streik ist scheiße. Sie sollen sich lieber auf ihre Arbeit konzentrieren. Dann werden sie zu wenig bezahlt. Wenn ja, dann müssen wir vielleicht die Forschung geben, dass wir dann vielleicht mehr bezahlen für weniger Arbeit oder sowas ähnliches. Was ist denn jetzt los, Sammlung? Häufige Arten. Seltene Arten. Star-Arten. Ich ärgere mich irgendwie, dass wir das nicht bekommen hier, diesen wunderschönen Werwolf-Löwen. Wir bräuchten den nämlich von einem anderen Zoo, können wir aber nicht bekommen, weil wir keine Serververbindung aufbauen können, denn sonst könnten wir uns einen nämlich direkt aus dem Internet holen. Das ist nämlich auch möglich. Da sind wir eigentlich hoch genug, um uns ein anderes Tier zu holen. Das sind dann noch die Studien. Stimmt, ich kann überhaupt noch keine Albinos bekommen. Ich habe das ja noch gar nicht erforscht. Dann machen wir das jetzt mal. Stammbaumstudien. Denn wir haben jetzt nämlich noch dazu, haben wir jetzt die kleine Eve. Zeig dich, Eve. Ich will mit dir spielen. Nö. Komm her, kleine Eve. Nein, Junge. Junge, bleib. Ich will mit deiner Tochter spielen. Deine Tochter ist niedlich. Ah, kommt. Da kommt sie schon. Ja, ja, Eve. Oh. Mal sehen, was willst du jetzt? So was. Ah, gut. Der lernt zwar das meiste von deinen Eltern, aber wie man Kremassen schneidet, lernst du von mir. Ich bin ein guter Tier, Papi. Ein Perky hängt jetzt um mit Menschen rum. Scheinbar sichert sich so das Überleben. Oh, du bist so niedlich und flauschig. Und jetzt geh wieder zu deiner Mami und dann Papi. So, und jetzt habe ich die Stammbaumstudien abgeschlossen. Das heißt, ab jetzt können wir wirklich bessere Tiervarianten bekommen. Was uns auch dann leichter fallen wird, um dann die ganzen Tiere besser zu halten. Wisst ihr warum? Ich kann es euch gerne sagen. Wir werden uns noch so ein großes Gehege für die Löwen bauen. Die Löwen brauchen etwa gleich viel Platz. Dass ein mittelgroßes Gehege gut ist. Dieses Rudel wird hier bleiben, bis die Zeit gekommen ist,
Denn sobald sie nämlich das erste Albino-Tier bekommen, werde ich nämlich diese Löwen durch ein anderes Löwen. Werde ich die durch einen anderen Löwen ersetzen, durch eine andere Art. Und die werden dann zusammen ein neues Tier-Variantentier hoffentlich machen. Tier abzugeben. Zu viele Riesenkängurus? Zu viele Riesenkängurus. Mal sehen, ob ich die aufnehmen kann. Dafür müsste ich mal ins Outback-Gehege. Hallo. Mann, das ist immer doppelt, alles doppelt nehmen. So. Vielleicht geht das ja jetzt besser. Also. Ja, kacke, schon wieder zu viel. Jetzt bin ich plötzlich hier. Naja. Wie auch immer. Gucken wir mal hier zu gespendeten Tieren. Aber was sagte ich? Was sagte ich? Wir haben wieder einen Känguru mit dem Namen. Steve braucht noch Artgenossen. Holen wir für Steve noch eine Studie. Ja, wir holen für Steve Studien. So. Nee, wir werden Steve erstmal hier einleben lassen. Wir haben aber leider bisher nicht die Möglichkeit, die ganzen Tiere hier alle zu ersetzen. Aber das wird nicht lange dauern, dann ist die vom Weibchen umgeben. Ich glaube, die Antilopen-Kängurus, die kriegen wir nicht mehr zur Paarung überredet. Eigentlich würde ich die ja komplett ersetzen, aber irgendwie will sie es auch nicht. Wir haben jetzt nämlich Steve. Mal wieder ein Steve. Und dazu kommt noch, ja genau, nimm mal Maple. Und zu Maple kommt noch John. Die werden sich sicher wohlfühlen zusammen. Also, wir haben neueste Giraffenbaby. Es ist endlich zur Welt gekommen. Jetzt haben wir zwei. Eins, das fast erwachsen ist und er frisch geboren ist. Wie hieß der? Hercules. Das ist Tom. Das ist wahrscheinlich der Vater. Ne, warte mal, der Vater war doch Bertie, oder? Das ist Faye. Da ist er, der kleine Herkules. Oder wie nennen das die Englischsprache immer? Herkules. Aber ich dachte, es ist eben Herkules. Hallo Herkules. Irgendwie ist Herkules ein schöner Name für eine Giraffe. Ich meine, sie ist stark. Ja, sie ist stark. Sie kann die Knochen brechen, wenn sie will. Und ach, die nächste Giraffenart, die ein Baby kriegt, wenn das eine sein sollte, dann nenne ich sie Melman. Egal wie die Giraffe dann heißt, ob sie dann einen schönen Namen hat oder nicht. Die wird dann personalifiziert und heißt dann Melman. Was ist mit Reservattiere? Ich habe ein gespendetes Reservat hier. Was ist das für eins? Südlicher südamerikanischer Puma. Ich habe auch mittelamerikanische Pumas, oder? Ich habe doch mittelamerikanische Pumas. Oder? Südlicher südamerikanischer Puma, okay.
Jedenfalls, was wir jetzt alles hier gemacht haben. Also, wir haben uns einen neuen südamerikanischen Puma irgendwie angelegt, weil wir plötzlich ein Reservat hier hatten. Was für ein Foto! Ich glaube, mit den Antilopen-Kängurus wird das wirklich nichts mehr. Hier haben sie Kakao. So. Die roten Riesen-Kängurus müssen zufriedener werden. Wir schaffen die nur mit Beseitigung des Antilopen-Kängurus. Wie beseitigt man das Antilopen-Känguru? Ich würde sagen, man lässt sie frei. Ich guck die mir mal an. Das ist der neue. Nee, doch. Doch. Das ist der neue. Das ist Shepard. Die sind alle nicht mal so weit. Steve ist krank. Ach Steve, was bist du nur fein? Einer. Du bist einfach krank. Na gut. Dann werde ich jetzt mal dafür sorgen, dass die Nachbarn werden. Und scheinbar mögen die keine Gesellschaft mit anderen Tieren. Obwohl ich das immer dachte. Naja. Und jetzt haben wir sie endlich. Wir haben Level 20 erreicht. Wir haben das Guanaco, den Lippenbär, die Amethystpython, den Grauflügel-Trompetervogel, den Jacinthara, den Asaraguti, die Topi-Antilope, den Fünfleckplatz. Und wir können endlich Viral gehen oder Viral oder wie das auch immer heißt. Ich sag mal Viral. Ja. So. Und weil es jetzt viral gehen können, heißt das, wir können auch das Internet auf eine andere Weise beanspruchen. Ganz genau. Denn jetzt gibt es nämlich eine Verbindung zu Twitter, Instagram und vieles mehr. Tierpflege. Aus. Ja. Extra war mir so ein schönes Spielzeug hier. So, Planschbecken könnte ich für Elefanten hinmachen, wenn ich mal welche anschaffen sollte. Steve hat sich von seiner Krankheit erholt. Also so, sehr schön. Dann ist Steve wenigstens jetzt nicht mehr so allein. Ich habe eine schöne Spende bekommen. Vielleicht müssen die gar nicht als Nachbarn zusammenleben. Ich habe sie jetzt aber irgendwie trotzdem. Wie auch immer. Da. Jedenfalls füttern Interaktion. Moment mal, wenn die Tiere aber gern gewaschen werden. Oh oh. Oh oh. Wieso wollt ihr mal ein Foto haben? Ich habe auch 43 Sekunden auf Webster. Da habe ich ein rotes Riesenkänguru. Und dann noch
sicher deine hinten ja noch. Oh. Ich habe aber noch 23. Alter. Ich hab das nicht mehr. Finde ich nicht. Einfach willkürlich ein Foto schießen? Ja, nee, oder? Ach. Ach, kack drauf. Ich weiß mir nicht mehr den Stress. Zufriedene Besucher, ey. Der Wettbewerb müsste sich in den Zonen zufrieden zu Besucher kümmern. Einer der grünen. Beliebte Tiere. Laut einem Marketingunternehmen würden sich Besucher gerne über weitere neue Holland-Eulen zusehen. Warum adoptierst du dir nicht ein Exemplar? Neue Holland-Eule. Sie wollen eine neue Holland-Eule sehen. Neu-Holland. Neu-Holland. Dann machen wir so ein... Leben die eigentlich? Dafür haben wir den Zoo-Eingang, um das rauszufinden. Bentorongs. Flamingos. Große Schlangen. Kleine Warane. Ich glaube, die sind allgemein bei Eulen drin. Ja, ich glaube, ich bin falsch. Wüstenschlamm, Flusspferde, Gila Crossdecken. Oh, ich bin noch 9 Level bis zu den Schimpansen weg. Noch 9 Level bis zu den Schimpansen weg. Dann werden wir uns hier mal um die Bedürfnisse der Besucher kümmern. Ja, das ist so. Und die haben wirklich nur Tüto, 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 Tüto. Also Neuholland-Eule, was willst du haben? Ein Gebüsch. Dann kriegt ihr so ein Gebüsch. Das kommt nämlich hier hin. Gebüsch. Hier. Ne, hier hin. Das ist noch besser. Verbinden wir diese Wege. Jummit? Nein! Jummit? Und damit. So. Dann kümmern wir uns hier jetzt um die... Nein, ich will das nicht auffüllen. Warum sagt sie, ich will das auffüllen? Ich wollte Tiere holen. Tier adoptieren? Eulen? Neuholland-Eule? Wo sind die? Ja, erstmal. Irgendwie. Hope ist richtig. Schon wieder. So, wen nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen Denovan. Und damit sich Denovan nicht einsam fühlt, nehmen wir noch einen Roland. Ja, der heißt nicht Roland, sondern Roland. Derweil erforschen wir mal die anderen Eulen. Schöne Schleiereule. Studie beendet. Neue Tierart bereit zur Adoption. Rußeule. Freilassungsprogramm. Wir haben natürlich ein Freilassungsprogramm. Das ist natürlich klar, ja. Oh, ich habe schon wieder mehr Geld bekommen. Ja, was wollte ich jetzt machen? Ah, jetzt weiß ich nicht mehr.
das da. Ein geheimer Sponsor hat dir angeboten, ein Tier auszuwildern. Wilderes aus. Die Presse hat nahegelegt, dass noch mehr Tiere ausgewildert werden müssen. Sie haben dich herausgefordert, 3 Tiere auszuwildern. Und sie werden einen Zoo fördern, wenn du es tust. Und wir erreichen Level 21. Wir haben den Argus Baran, Waldschildkröte, den Ehrenträger V, den Tapir Formschnitt. Und das war's. Man merkt jetzt schon, es wird immer weniger. Wir haben noch viel zu erforschen. Wir können ja nämlich die Tiertransporte erforschen. Was das auch immer ist. Verbesserter Tiertransporte. Fletzen sich wahrscheinlich nicht mehr so viele. Oh, ein großer Vogelfeldzug. Fliegen alle umher. Was für ein großer Schwarm. Nein. Jetzt hat das meine andere Studie abgebrochen. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ja, Mann. Tierausbildung. Einfach nur irgendein Tier Level 15, richtig? Also die Löwen kommen erstmal nicht in Frage. Die erwarten schon wieder ein Kind. Kann ich auch gleich mal gucken, wie weit die sind. Also das ist Eve, das ist die neueste. Die ist Stufe 2. Ja, Stufe 10. Und Hope ist schon wieder trächtig. Die bekommt Kinder wie ein wilder Löwe und vermehrt sich wie ein Kannnickel. Das heißt aber auch, wir müssen das Männchen dann bald verkaufen. Dann können sich nämlich die Weibchen auch ein bisschen weiter fortpflanzen. Entweder wir verkaufen das Männchen an einem anderen Zoo. Oh, wie das aussieht. Oh, das sieht so geil aus, wenn die nass werden. Das muss man sich einfach mal angesehen haben. So, und jetzt wird es gleich wieder trocken. Und zwar jetzt. Ja, jetzt ist sie wieder trocken. Alt, Z. Das brauche ich jetzt nämlich. Überblick über den Zoo verrät. Wir haben wirklich ein paar Tiere Level 15. Hier eine Giraffe. Giraffen frei. Stimmt's, Doris? Habe ich recht, Doris? Na dann, ab in die Freiheit, Doris! Du hast es auch mal verdient. Den sozialen Leck machen 2 Kinder wieder. Gut. Neue Herausforderung mit den Tieren spielen. Streng. Bumm. Mit den Tieren spielen. Die Zoogesellschaft möchte beobachten, wie du mit deinen Tieren interagierst. Starte eine Fütterung Interaktion 2 mit 2 verschiedenen Arten aus der Gattung Kängurus. Wisst ihr, das ist. Also, da kann ich sagen, das ist jetzt Pipifax. Wisst ihr warum? Ich habe ja so ein Fütterling. Das bringt. Das hier. So, dann machen wir das mal. Ja, Herr. So, auch Doris ist jetzt bei den anderen Tieren in der Transvaal-Region. Ich hoffe, die wird nicht wieder krank.
Oh nein, wir haben noch einen Babylöwen bekommen. Es ist Kiki. Ja, Herr Blicker. 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 Das ist Flicker. Na, dann soll er herkommen. Ja, Herr Flicker. Wir holen uns dann den da hinten hier, diesen roten Riesen hier. Ja, komm her, Flicker. Guck mal, Flicker. Ja, wie was Schönes für dich. Das Känguru steht zu weit links. Wie denn? Ich habe Priorität, mich um das Känguru zu kümmern. Das total daneben neben sich steht. Und es will damit auch nicht was machen. Okay, Flecker. Das hast du gut gemacht. Nicht Flicker, sondern du schon. Du bist das andere Känguru. Na, läufst du mal nicht weg. Ja, genau. Ich hoffe, der steht jetzt nicht wieder neben sich. Ich muss ernsthaft wirklich sagen, ich habe noch nie geschafft, richtig mal einen Riesenkänguru zu füttern. Ja, hier geht's. Scheinbar. Hier geht's. Ihr hört schon. Na gut, es steht auch ein bisschen links. Mal sehen, was das jetzt bringt. Ja, das steht auch ziemlich neben sich beim Fressen. Känguru stehen neben sich beim Fressen. Kann man so sagen. Trotzdem sind sie niedlich. Dagegen kann man nichts einwenden, stimmt's? So, was haben die jetzt eigentlich für Spielzeug hier? Ja, das Fütterndingsbums, haben die überhaupt so eine Waschstation? Haben sie. Können sie auch verwenden. Okay. Werde ich das jetzt nämlich folgendermaßen machen? Die Känguru.